Tänzer aus Pahndorf, Sophie und Marc. Finalrunde 7 Paare. Und zwar kommen jetzt auf die Tanzfläche mit der Startnummer 11 auch von den Hot Rock Dancers Pahndorf Julia und Emanuel. Geschafft hat. Ist natürlich wunderschön und man trainiert ja auf diesen Moment hin, dass man endlich auf der Bühne sein Können zeigen darf. Aber irgendwie ist man dann schon erleichtert, wenn man es dann auch geschafft hat. Euch sehen wir jetzt sofort, nämlich die Startnummer 21 von Rock Explosion Döbling, Vivian und Benjamin. Thank you.
Lotion Döbling. Und so schöne Kostüme sehen wir da auch. Das ist es ja auch, was diesen Sport ausmacht. Die tollen Rhythmen, die wundervolle Musik, die schönen Tänze und diese wunderschönen glitzernden Kostüme. Da ist für alles was dabei, fürs Gemüt, fürs Gehör, fürs Auge. Und das sehen wir jetzt auch bei dem nächsten Paar, das schon in den Startlöchern scharrt, mit der Startnummer 10 von den Hot Rod Dancers Pandorf, Leonie und Luis. Also bitte dran denken, bis zu den letzten Bahnen, die hier heute antreten, schreit euch die Seele aus dem Leib, das motiviert, das gibt Kraft, anfeuern, was das Zeug hält. Und so natürlich auch bei unserem nächsten Paar mit der Startnummer 14, Jailhouse-Filler, Isabella und Tobias. Natürlich auch ihr Können unter Beweis stellen und das lassen wir sie jetzt auch mit der Startnummer 16 sehen wir vom Verein Dopcho Askötraun Emilia und Mario. Thank you.
und ich aber schon langsam abschalten. Vielen Dank an Emilia und Mario vom Top-Show Askelfrauen. Wolltest sie länger tanzen lassen, ne? Gemein, wie gemein von dir. Nein, 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 nein. Wir beschränken das. Ein paar sehen wir jetzt noch in dieser Klasse der Children. Und zwar mit der Startnummer 18 von New Rock Generation, Marie und Matthias.